Mathematik ist die Sprache der Physik und die Differentialgleichungen bilden die Sätze. Heute kann man auf jeder Schulstufe echte dynamische Physik unterrichten, dank der Systemdynamik. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Das erste Beispiel ist schon eine nicht-lineare Differentialgleichung. Ich zeige Ihnen jetzt die Modellierung mit InsightMaker. Das ist kostenfrei. Man muss einfach einen Account erstellen und das ist browserbasiert. Man kann also direkt mit irgendeinem Browser das Modell erstellen. Das ist sehr praktisch und für Schulen sehr geeignet. Ich habe schon einen Account gemacht. Deshalb sieht man hier das Modell, mein erstes Modell vom letzten Samstagabend, also vorgestern Abend. Und jetzt, wenn man da eingerichtet ist, hat man now Create New Insight. Das Modell heißt hier einfach Insight. Dann kommt so ein Feld mit Anweisungen. Das kann man mal wegklicken und schon geht's los. Ich addiere einen Stock. Dieser Stock, da kann ich rechts anschreiben. Den nenne ich jetzt Volumen. Das ist die Variable Volumen. Und die Anfangswert, man braucht den Anfangswert bei einem Stock, das ist 0,001 Kubikmeter. Man sollte hier alles in der Physik mit SI-Einheiten machen, also ein Liter ist ein Tausendstel Kubikmeter. Dann, wenn ich das habe, kann ich hier schon mal den Fluss rausziehen und dann schreibe ich hier Volumenstrom. Das wäre natürlich Volumenstromstärke, aber wir verwenden Volumenstrom. Das kann man vielleicht ein bisschen runterziehen hier, dass es besser lesbar wird. Dann kreiere ich eine neue Größe, also eine Variable. Die nenne ich Höhe. Ich würde jetzt Umlaut vermeiden, ich weiß nicht genau, was passiert. Und ich kreiere noch eine weitere Variable, das heißt eine Konstante, nämlich den Querschnitt des Gefäßes. Ja, das sind etwa 0,008 Quadratmeter, also nicht ganz Quadratdezimeter. Durchmesser ist so um die 100 mm. Wenn ich das habe, dann muss ich hier von Flow umschalten auf links. Das ist auch wichtig, das habe ich zuerst nicht bemerkt. Dann kann ich hier verlinken und dann kann ich schon in die Höhe hineingehen und dann, sobald ich hier draufklicke, sehe ich, ah, Volumen geteilt durch Querschnitt, das ist die Höhe. Als nächste Größe kommt die Geschwindigkeit, denn die Höhe treibt die Geschwindigkeit. Das wäre also die Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit ergibt sich aus der Höhe, also muss ich da verlinken, das sind ja Kausalpfeile, damit zeigt man, was man miteinander verknüpft. Das gibt die Logik des Modells. Jetzt, wenn ich hier wieder drauf gehe, dann sehe ich, hier ist Höhe. Jetzt nach Torricelli oder eben im Prinzip Galilei ist die Ausflussgeschwindigkeit gleich der Fallgeschwindigkeit, wenn es ein freier Fall wäre, also Wurzel 2 gh. Das wäre Square-Root. Dann kommt 2 mal, Malzeichen nicht vergessen, weil das ist ja notwendig. Dann die Gravitationsfeldstärke oder die Fallbeschleunigung, wie sie nach Galilei heißt, die schreibe ich direkt hinein, das wird sich nicht mehr ändern. Und dann kommt als letztes die Höhe. Dann habe ich hier schon die nächste Größe und dann kann ich das zurückkoppeln auf den Strom. Brauche aber noch den Querschnitt des Lochs, also mache ich eine weitere Größe. Das war falsch, also kann ich das deleten, das geht sehr einfach. Also Add Variable. Und das ist jetzt die Größe A. Schreiben wir hier einfach mal A-Loch. Und
Ja, muss ich natürlich einen Wert zuweisen. Das ist ein 5 mm Loch, habe ich in Erinnerung. Und das sind 20 Quadratmillimeter, 2 mal 10 hoch minus 5. Dann kann ich das hinein verlinken und jetzt nicht vergessen, natürlich hier dass der Querschnitt mal die Geschwindigkeit. Das Volumen kommt einfach hinein, weil man kann auch mit dem Inhalt, es gibt ja eine Rückkopplung vom Inhalt zum Strom, kann man das immer direkt verwenden. Ja, meiner Meinung nach ist das Modell fertig. Dann muss ich noch schnell die Settings anschauen. Gerechnet wird mit Euler, man könnte auch mit Viertordnung Runge-Kutta, aber Euler reicht hier. Dann das mit den Einheiten, das ist ein bisschen Schnickschnack, aber ich schreibe jetzt hier Seconds. Und wenn man das Experiment macht, dann sieht man, es dauert schon länger, weil der 20 Sekunden, also schreibe ich hier 100 Sekunden, Apply und dann Simulate. Ja, da habe ich einen kleinen Fehler. Ich habe bei Volumen vergessen, diese 0 zu löschen. Passiert noch häufig. Und dann kommt wieder eine Fehlermeldung. Wenn man die Wurzel zieht, dann muss das Ganze garantiert größer sein, also das Argument größer sein, 0. Das ist jetzt hier nicht garantiert, aber er rechnet etwa bis 60 Sekunden. Dann kommt die Höhe auf 0 und im nächsten Euler-Schritt geht dann die Höhe unter 0 und dann hat er ein Problem und das müssen wir noch korrigieren. Wenn man nicht weiter weiß, geht man ins Help oder eben ins Manual. Und da steht zum Beispiel Advanced Equations und da findet man diese Befehle, also if then else Statement, also if Bedingung, dann kommt die Größe, die gilt und else if braucht man nicht, kann man direkt zu else springen, dann wieder die Größe und dann wichtig end if, dass man das wirklich wie in einer Programmiersprache abwickelt. Ich habe das jetzt hier schon gemacht. Es sollte jetzt funktionieren. Also if Höhe größer 0, also nur dann, wenn die Höhe noch nicht 0 ist, dann soll er die Wurzel ziehen. Sonst soll er einfach 0 schreiben für die Geschwindigkeit. Ich kann jetzt wieder simulieren und dann wird das gerechnet. Und jetzt sieht man, jetzt geht er durch. Er wechselt dann auf 0 und es geht. Zu den Variablen, also den Funktionen, die ich hier darstelle, da bin ich noch nicht ganz einverstanden. Ich habe schon etwas rausgeschmissen, aber das Falsche. Ich nehme jetzt die Geschwindigkeit, nehme ich auch raus. Dann beginne ich von vorne. Was will ich sehen? Ich will die Höhe sehen und ich will die Geschwindigkeit sehen. Jetzt kann man hier aber immer noch wechseln. Also wenn ich jetzt die Geschwindigkeit rausnehme, dann sehe ich diese Funktion hier, der Graph, der scheint mir fast so wie eine Parabel zu sein und effektiv, wenn man die Geschwindigkeit anschaut, das ist eine Gerade, also muss die Höhe, das ist ja quasi das Zeitintegral über die Geschwindigkeit, natürlich nicht die Ausströmgeschwindigkeit, aber die Geschwindigkeit des Pegelstands, das ist ja proportional, dass wenn die Geschwindigkeit linear ist, dann ist die Höhe quadratisch. Hier kann man übrigens noch Zahlen ablesen. Nun, ich habe das gleiche Beispiel mit den Studierenden in Aviatik an der ZHW über 10 Jahre gemacht. Wir haben aber Messungen gemacht, wie gezeigt, und ich habe es in Berkeley Modona gemacht, wo man dann Messungen und Simulationsergebnisse direkt vergleichen kann. Dazu gibt es aber mindestens eins oder zwei Videos auf meinem Kanal. Was man jetzt noch machen kann, ein bisschen schieben da. Ich kann jetzt für das Loch einen Slider einbauen. Und das wäre also hier. Sobald man das macht, kommt der Slider. Das Loch soll maximal 20 mm sein. Minimal 0,00001, also 10 mm. Der Step soll entsprechend noch kleiner sein.
So, und dann kann ich hier, da muss ich aber noch aktivieren. Je nachdem, wo ich den Slider setze, gibt es eine andere Kurve. Und wenn man mit dem Messresultat vergleicht, dann kommt man auf einen Querschnitt von etwa 13 Quadratmillimeter, das heißt etwa 60% des Lochs. Und das ist das, was man in der Literatur findet, dass also der Strahl nur etwa 60% des Lochdurchmessers hat bei scharfkantigem Ausschluss. Wieso das so ist, dazu habe ich auch ein Video gemacht unter dem Titel die Strahlkontraktion. Haben Sie gesehen, wie einfach das ist? Und das ist Physik, das ist Dynamik. Da kann man messen, simulieren, vergleichen und Größen abschätzen.